Ich hoffe, es klappt, es funktioniert alles. Geht leider nur mit Bildschirmaufnahme. CD Projekt präsentiert ihr erstes Werk. The Witcher 1. Wir spielen die Enhanced Edition. Sein Name war Geralt von Riva. Er war ein Hexer, ein professioneller Ungeheuertöter. Er bekam einen ungewöhnlichen Auftrag, einen Fluch zu brechen, der auf einer Königstochter lag. Dazu musste er nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Striege. Der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder. Okay, dieses Cutscene ist ein wenig lang. Noch bevor wir wirklich ins Spiel starten. Hier schon Cutscene am Start. Hier werden wir schön in die Story eingeführt. Wie Modi schon treffend erwähnt hat. Wie Modi schon bemerkt hat, wir spielen die Enhanced Edition. Die HD-Version, HD-Remake von The Witcher 1. Sieht gar nicht so scheiße aus. Ich hoffe, man kann mich hören. Das Mikro ist laut genug eingestellt. Nicht beschweren Sie sich, Modi. Sorry, dass ich jetzt in die Cutscene reingeredet habe. Das war mir dann doch ein bisschen zu lang. Ich wollte dann euch schon mal begrüßen. Wollte dann schon mal was sagen. Weil hier auch nichts gesagt wird.
Das ist eine große Cutscreen oder Cutscene oder was? Das Stil erinnert mich sogar etwas an das neue Demon's Souls. Ton ist gut. Na dann. Also wir können die Cutscene auch skippen, das ist es nicht. Dann kommen wir ins Startmenü. Aber ich würde es Ding jetzt angucken, ich hätte da nichts dagegen. Also ich meine, es kommt mir jetzt sehr wichtig vor. Noch habe ich nichts gespielt. Es scheint alles noch Einleitung zu sein. Prä-Intro. Einweisung in die Story. Geht jetzt schon fast 10 Minuten. Na, 5 Minuten. Gewöhnt euch dran, ich werde ab und zu mal. So weit kommt es noch. Cutscenes bei einem CD-Projekt-Spiel skippen. Ja, nein. Mach ich auch nicht. Wir gucken es uns gemeinsam an. Es ist ein gemeinsames Kinoerlebnis. Das ist irgendwie schon ein bisschen. Gewöhnt euch schon mal dran, ich werde öfters mal ein Cutscenes rein labern. Es ist so ein bisschen, ja. Wenn sie so lang sind, dann ein, zwei Minuten kann ich den Mund halten. Genau den Mund. Aber wenn es dann länger wird, dann bin ich dann. Obwohl er schwer verwundet war, brach der Hexer den Fluch und wurde berühmt. Die Welt veränderte sich, als der große Krieg kam. Das Zeitalter von Schwert und Axt. Das Zeitalter der Verachtung. Geralt von Riva verschwand und geriet fast in Vergessenheit. Doch das ist eine andere Geschichte. Wenn der Sprecher spricht, dann halte ich natürlich den Rand. Und wenn er spricht. So, und da, das war eine relativ lange Einleitung. Da haben wir die ganzen C-Project BioWare, Nvidia. Das mit Atari und so weiter, das haben wir die ganzen. Und jetzt sind wir eigentlich mal im Opening. Im Startbildschirm. Und damit nochmal offiziell willkommen zurück zu einem neuen Live-Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen The Witcher 1. Die HD-Remake-Version. Enhanced Edition. Also, wie Modi schon eingangs. Ich wiederhole mich, wie Modi schon. Erwähnt hat und bemerkt hat, das sieht gar nicht so scheiße aus. Es ist ein uraltes Game von den Machern von, wer ist das Spiel, das was jetzt alle spielen, das 2077 Spiel, ja, was mich absolut nicht interessiert. Ja, wir spielen das Erstlingswerk von, kann man so sagen, das Erstlingswerk, das erste Spiel, erste selbstgemachte Spiel von CD Projekt. CD Projekt, wie gesagt, Macher von, ich habe den Namen einfach vergessen, ich habe einfach den Namen von dem 2077er Spiel vergessen. Ich habe, das ist einfach, das ist für mich so unwichtig. Es ist einfach Cyber. Irgendwas mit Cyber war da drin. Entschuldigt mich, irgendein Modi wird es mir gleich sagen. Irgendwas mit Cyber Wonders? Keine Ahnung, egal. Ich habe es mir gemerkt, Cyber Wonders, weil damit mit hier die Blade Runners und so weiter so ähnlich, egal. Wir spielen The Witcher. Wir spielen The Witcher. Ich bin gespannt. Ich kenne ja auch nur Witcher 3 und weiß, dass ein doofes Tattoo aus Teil 2 übertragen wird, wenn man es vorher gespielt hat. Aha, okay. Ja, Kommentar von Modi dazu. Die Lautstärke ist okay für dich, Modi. Für euch im Chat ist irgendwie die Musikhintergrundlautstärke zu meiner Stimme ist in Ordnung. Oder muss ich da hier in Option noch was einstellen, bevor wir losstarten, bevor losgehen? Gibt es da noch irgendwas zu bemängeln?
Spieloption, Grafikoption, Gesamtlautstärke. Können wir gerne auch Musik etwas leiser. Können wir die Gesamtlautstärke auch ein bisschen leiser machen. Sprachlautstärke können wir auf 9. Effektlautstärke auch auf 9. Hat sich nicht wirklich was verändert. Also zumindest jetzt für mich nicht so wirklich. Doch zu leise oder wollen wir wieder ein bisschen lauter stellen. Soundoption auf 9. Alles so schön auf 9 hier. Ich denke, das passt. Das kriegen wir hin. Und wir starten erstmal ein neues Spiel. Starten wir los. Später können wir es auch nochmal runterstellen, die Musik. Hab jetzt ein 1 leiser gestellt. Eigentlich 2. Gut, schauen wir mal. Neues Spiel starten wir. Legen wir los. Mit The Witcher. Ich freue mich schon drauf. The Witcher. Enhanced Edition. Mit dem Zwergenfürst im Live-Let's Play. Ja, wahrscheinlich wird gleich noch eine neue Story-Sequenz auf uns zukommen. Neue Cutscene. Da bin ich mal gespannt. Legen wir los. Spielmodus wählen. Spielen Sie The Witcher. Streifen Sie durch eine finstere Welt, in der es weder Gut noch Böse gibt. Nur Entscheidungen und deren Konsequenzen. Neue Abenteuer. Spielen Sie eines der neuen Abenteuer, die jeweils eine eigenständige Geschichte auf der Grundlage der Welt und der Charaktere The Witcher erzählen. Aha, wir haben sozusagen 2 in 1 hier oder was. Wir haben ein neues Abenteuer, was irgendwie nach Witcher irgendwie ein Fangame ist oder so irgendwie. Wir haben hier einmal The Witcher. Wir spielen natürlich als erstes der Witcher hier. Spielen Sie The Witcher. Würde ich sagen, oder? Wenn die Übersetzung ein bisschen fehlerhaft ist, das. Ach, DLCs. Hab ich auch die DLCs mitgekauft. Wundervoll. Aber wir starten trotzdem erstmal mit dem Hauptgame. Ich denke, das links ist das Hauptgame. Wenn die Übersetzung, was sagen würde, wenn die Übersetzung ein bisschen fehlerhaft ist, das ist, ja, das ist damals noch ein bisschen, vielleicht haben sie mit der HD Remake Version ein bisschen verbessert, aber in dem Originalgame in Witcher 1 war so ein bisschen, also es kann manchmal sein, dass die Stimmen und dass die Texte so ein bisschen nicht passen zu dem, was zu den Lippenbewegungen, dass der Witcher ein bisschen länger redet, als was die Stimme sagt und dass die Lippen sich dann noch ein bisschen weiter bewegen. Weil das Originalspiel halt in Polnisch gedreht wurde, so wie ich das verstanden habe und im Nachhinein dann halbwegs schlecht irgendwie Deutsch dazu synchronisiert wurde. Deswegen, ja, verzeiht's den Machern, es ist ihr erstes Werk. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt im HD-Remake besser ist, wir werden sehen, aber ja. Wenn ihr ein tolles Spiel von CD Projekt sehen wollt, dann spielt Cyberpunk sind halt Polen, nee. Cyberpunk 2077 spielt das Game. Man gut synchronisiert, ich kenne das halt nicht. Wir spielen jetzt The Witcher. Auf geht's. Jetzt müssen wir noch eine Schwierigkeitsstufe wählen. Für Neulinge, Kämpfe sind einfach, Alchemie ist zum Überleben nicht notwendig. Ich glaube, das andere müssen wir uns gar nicht durchlesen. Das ist das erste Witcher, was ich spiele. Wir spielen natürlich hier die leichteste Schwierigkeitsstufe. Mittlere Stufe, die fortgeschrittene. Ich spiele natürlich auf leicht. Das ist. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist. Ich brauche das leicht. So, Spielsteuerung. Tastatur und Maus. Steuerung mit dynamischer IDS-Kamera. Empfohlen für erfahrene Spieler und alle, die näher am Geschehen sein wollen. Steuerungsmodus kann jederzeit während des Spiels verändert werden. Vorzugsweise Maus, intelligente und leichte zu steuernde isometrische Kamera. Für Gelegenheitsspieler und alle empfohlen die strategische Überblick. Achso, das eine ist so ein bisschen der Blick von oben. Da sieht man alles so von ein bisschen oben und bei dieser Steuerung ist man im Geschehen mit drin. Tolles Spiel, nee, Witcher 3. Spielt Witcher 3 Cyberpunk braucht noch Nacharbeiten, eine Menge. Achso, so ist das. Ich kann dazu nichts sagen, wenn du das sagst, Modi, das ist.
Es ist, ja. Ich bin mit dem Hype nicht mitgeschwommen. So, ich glaube, wir nehmen erstmal das hier. Das ist, da steht zwar empfohlen für erfahrene Spieler, aber ja gut, wir haben den leichten Modus genommen. Wir nehmen das hier. Und laden das Spiel. Kann man ja später nochmal umstellen, falls Bedarf. Was ich von Cyberpunk mitbekommen habe, ist, dass das halt alles auf Twitch geclaimed wird. Alle Musik tot geclaimed wird. Das ist halt das Ärgerliche daran. 5 Jahre lang leckten die nördlichen Königreiche nach dem Krieg ihre Wunden. Seuchen und Hungersnöte wüteten und unzählige fielen ihnen zum Opfer. Einige wenige überlebende Elfen- und Zwergeneinheiten suchten Zuflucht in den Wäldern, wo sie sich zum letzten verzweifelten Kampf rüsteten. Abscheuliche Bestien beherrschten Wälder, Straßen und einstigen Schlachtfelder. In Dörfern und Ortschaften fragten sich die Menschen, was mit den Hexern geschehen war. Die blauen Berge im Norden von Kettwen. Das Jahr 1270, 5 Jahre nach dem großen Krieg. Lass uns nicht weiter über Cyberpunk reden, Modi. Wir reden jetzt über The Witcher. Wir spielen The Witcher 1. Da ist er schon, der Hexer. Was geschieht? Wo bin ich? Es ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wo ihr gewesen seid, aber entscheidend ist, dass ihr lebt und unter Freunden seid. Ihr seht allerdings aus, als wärt ihr gerade dem Grab entstiegen. Ich erinnere mich an nichts. Wir können uns später darüber unterhalten. Wir nähern uns Kaer Morhen. Sieht dir bisher traumhaft aus. Wunderschöne Landschaften. Zumindest in den Cutscenes. Sieht ja sehr schön aus. Wir sind da. Leo, holt Triss. Eure Tage sind gezählt, Hexer. Genießt die Zeit, die euch noch bleibt. Heute erstmal hier eine Menge Cutscenes. Nein, ihr habt die Parade vergessen. Ich sage es nochmal, auf eine Drehung folgt immer eine Kreuzparade. Immer. Kaum 2 Tage ist es her, seit sie euch gefunden haben. Ich verdanke euch meine Genesung. Danke, Triss. Erinnert ihr euch an was?
An kaum etwas. Da unten. Ich kenne die Bewegung. Drehung, Parade, Schlag. Ich fühle eine Art Verbundenheit, wenn wir uns unterhalten. Ich weiß, ihr wart wichtig für mich. Geralt, wir... Vögelchen. Sind wohl ein schlechtes Omen, oder was? Die Vögelchen. Ich muss nachdenken. Die Zeit vergeht langsam in Kaer Morhen. Ha! Geschafft! Nicht schlecht. Ruht euch aus. Was denkt ihr, Geralt? Ist er bereit für den Pfad? Aha. Mit wem haben wir da gerade geredet? Ich habe niemanden gesehen. Wartet auf die anderen. Er ist allein. Der Professor gibt uns 50 Orens für jede getötete Missgeburt. Er gehört nie. Oha. Angriff. Wir werden angegriffen. Vesemir, wir haben Gesellschaft. Oh nein. Ich schließe das Tor. Geralt, nehmt euch ein Schwert von den Trainingspuppen. Da müssen wir wohl das Kämpfen lernen. Ich habe die Steuerung noch nicht kapiert. Wird es mir vielleicht erklärt? Ah, Gegenstände aufheben. Bewegt den Cursor über das Schwert. Und links klickt es, um es zu verwenden. Okay. Ich bin das Tutorial. Ach, links klickt. Links klickt. Rostiges Schwert. Angreifen. Links klickt auf den Feind, um anzugreifen. Tipp: Feindliche Charaktere haben rote Vitalitätsanzeigen. Freundliche Charaktere haben grünliche Vitalitätsanzeigen. Soweit so klar. Okay, na dann. Aha. Das klappt noch nicht so gut. Okay. Schulter, Kamera, Bewegung. Im Über die Schulter-Modus OTS bewegt ihr euch mittels der W-Tasten WSAD, WASD. Bewegt die Maus, um die Kamera zu rotieren. Drücke und halte die Umschalttaste, um den Cursor zu entsperren und frei zu bewegen. Tippe wechselt und zu anderen Kameramodi durch die Tasten F1 oder F2. Ja, soweit so klar. Da steht immer zu spät oder so. Und irgendwie kriegen wir es besiegt. Irgendwie passiert da was. Vielleicht sollten wir die Kampfgeräusche ein bisschen leiser stellen. Oder... Das ist in Ordnung so. Das sind noch welche. Ja. Den müssen wir noch bekämpfen. Okay, wir haben sie scheinbar besiegt. Wie geht es euch? Gut. Weiß jemand, wer die Eindringlinge sind? Gewöhnliche Banditen würden Kaer Morhen niemals angreifen. Das wissen wir, Merigold. Vielleicht könntet ihr eure berühmte Magie zu Hilfe nehmen. Zu gegebener Zeit, Lambert. Genug. Wir müssen die anderen möglichen Durchgänge überprüfen. In den oberen Innenhof. Sie sehen Geralt, der stärkste Hexer, wie er ein Schwert wie ein Vorschlaghammer schwingt. Ja, er ist halt noch nicht der stärkste Hexer. Das ist Teil 1. Er wird noch der stärkste Hexer. Das ist erst noch... Wir spielen hier gerade Teil 1. Also bitte. Er ist noch ein Noob. Er muss erst noch trainiert werden. Ich bin mir da nicht sicher, aber wir spielen ihn erst seit wenigen Minuten. Also er ist zumindest noch nicht der starke Hexer, der er in Teil 3 ist. Das muss man mal berücksichtigen.
So, wo geht's hin? Eskeltris, Visimir, Lambert. Ah, okay. Da geht's lang. Oh, haben wir ihn zur Seite geschubst. Einfach zur Seite hier. Weg da. Mach Platz da. Was geht hier vor? Sie versuchen, durch das Tor zu brechen. Ohne Rambok werden sie das nicht schaffen. Ja, so viel dazu. Was ist das? Ein Furchtbringer. Eine grauenhafte Bestie. Zavala, ich kenne ihn. Ein Magier, ebenso ehrgeizig wie wahnsinnig. Was hat dieser vor? Eine riesige Heuschrecke. Macht euch bereit! Das war's in der Art. Da sind noch mehr! Sie dringen in den oberen Innenhof ein! Der mit der Brille ist der Professor. Ein Auftragsmörder. Der Professor. Ich spüre Magie. Sie haben einen Zauberer bei sich. Professor, ihr kennt den Weg. Beeilung. Aha. Der Professor wird in Redanien, Temerien und Kaedwen gesucht. Er ist ein echtes Schwein. Den Zauberer kenne ich nicht. Merigold, ich interessiere mich mehr dafür, ob ihr Savola unschädlich machen könnt. Der Rest ist Hexerarbeit. Ich versuch's. Sie kommen. Der Furchtbringer ist sehr gefährlich, aber empfindlich für laute Geräusche. Die Glocken im oberen Innenhof! Genau. Eskel, Lambert, ihr helft mir, den Furchtbringer und die Banditen aufzuhalten. Leo, ihr bleibt hinter uns. Geralt, ihr öffnet das Tor zum oberen Innenhof. Wenn wir da sind, kann Triss Savola und sein Schoßtierchen aufhalten, während wir uns um den Professor und den unbekannten Magier kümmern. Ich lass mir was einfallen. Los, wir versuchen es. Lasst sie hier ein wenig bluten, ehe wir uns zurückziehen. Geralt, folgt der Mauer und brecht zum Turm durch. Da gibt es einen Durchgang zum oberen Innenhof. Allein? Es sind nur Banditen, auch wenn einer möglicherweise berüchtigt ist. Ihr müsst das Tor öffnen. Wir warten. Viel Glück, Wolf. Karte. Verfolgt die Mini-Kartenmarkierung, um ein Quest-Ziel zu finden. Tipp Linksklick auf das Kartensymbol oder drückt die Taste M, um eine Karte eures gegenwärtigen Aufenthaltsorts zu sehen. Tor. Okay, das Tor sollen wir öffnen. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie wir die Karte öffnen sollen. Angriff verketten. Verkitzert eure Angriffe, um Feinde effektiver zu töten. Links klickt nur dann, wenn der Cursor in einem flammenden Schwert verwandelt. Das Verkettern von Angriffen erfordert eine präzise zeitliche Abstimmung. Ein zu frühes Klicken wird zum Abbruch des Angriffs führen, während eines verspäteten Klickens Sequenz neu startet. Aha. Aha. Und jetzt! Verdammt. Okay, das muss noch ein bisschen üben mit dem flammenden Schwert. Das hätte was werden können. Immerhin haben wir ihn besiegt. Das mit dem flammenden Schwert müssen wir noch üben. Da müssen wir noch ein bisschen... Müssen wir noch ein bisschen zorniger werden. Vielleicht müssen wir auch noch zwei Teile, die fehlen, sammeln. Vielleicht müssen wir auch erstmal Gottes liebsten Engel suchen. Kleine
kleine Anspielung, wer kennt's. Ich lass euch kriegen. Okay. Das mit den Angriffen muss noch ein bisschen üben. Das ist noch nicht ganz so effektiv. Die Verteidigung ist auch noch nicht so ganz drin. Ja, irgendwie kriegen wir den schon erledigt, aber wir stehen da voll im... Wir werden auch irgendwie verletzt. Es dauert aber hier, bis wir die besiegt haben. Okay, der eine ist tot. Zu schnell. Na komm. Das geht bestimmt noch schneller hier. Nicht, dass wir wieder eine halbe Stunde mit jedem Angreifer verbringen. So, hier geht's nicht durch. Wo müssen wir denn längs? Hier vielleicht zur Mauer. Eine Taube. Das Tor müssen wir doch öffnen, oder? Das war unsere Mission.